Boah, das wird ein episches Bild. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hallo und herzlich willkommen im Irrenhaus. Ja. Zentrales Irrenhaus. Ich suche gerade das Gerät, was wir uns heute anschauen werden. Aber es ist hier gar nicht drauf. Um es kurz zu zeigen, ihr habt diese Auswahl. Das könnte alles sein, quasi. Das ist schon oder nichts. Aber ist wirklich hier drauf. Hallo und herzlich willkommen zu Stapler TV. Mein Name ist Björn Henk. Als das Gerät zu uns gekommen ist, hat der Philipp mir eine WhatsApp geschrieben. Er hat geschrieben, ja, du wusstest gerade eben gar nicht, um welches Gerät es geht, ne? Warte. Oh, das Ding ist schon, nee, das ist schon ein bisschen hässlich, das Ding. Ja, also er findet es hässlich. Dann schauen wir uns das hässliche Entlein mal an, das ist gelb. Der Techniker geflüchtet, weil sie wissen, und dass wir filmen. Fernsehen. Radio aus. Oh ja, geh mal Radio ausmachen. Ha! 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 Teil eines, kommt mal, professionellen Films. Ja. Mann, ja, ist er drauf. Da ist er auch drauf. Der raucht. Kinder, nicht rauchen. Nicht rauchen. Rauchen beschädigt die Gesundheit. Und am Ende landet man bei uns. So! Oh, oha! Herzlich willkommen zum EJG 112. Auf jeden Fall ein äußerst spezielles Gerät, ein Zwitter aus zwei verschiedenen Welten. Wir haben hier vorne quasi den Vorderbau eines Niederhubwagens und hinten das Hubgerüst eines Hochhubwagens. Ja, was ist das Spezielle an dem Gerät? Warum baut man sowas? Speziell an dem Gerät ist eben, dass man keinen Sitz hat, sondern dass man hinterherläuft und dass man eben trotzdem vorne den Mast hat, mit dem man arbeiten kann. Man kann ihn nicht neigen, man kann aber dafür vorne die Gabeln austauschen. Das ist schon mal eine coole Sache, denn man könnte da theoretisch mit Gabelverlängerungen arbeiten, man könnte theoretisch mit langen Gabeln arbeiten, was natürlich alles so ein bisschen den Lastschwerpunkt und das Ganze alles andere auch ändern würde bei der Tragfähigkeit. EJG 112 heißt Baureihe 1, 1,2 Tonnen Tragkraft. Hubhöhe hat das Ding, glaube ich, so um die 3 Meter, ne, 2,50 Meter. Das ist ein ganz normales Duplex-Hubgerüst ohne Freihub, ohne alles. Ein recht spezielles Gerät, wie man sieht. Es ist die Frage, warum baut man sowas überhaupt? So geil. Die Jungszeiten feiern sich gerade wieder weg. Warum baut man sowas, wenn sowas hässlich ist und wenn sowas ja eigentlich ein Zwitter ist aus zwei verschiedenen Welten? Ganz einfach eine Führerscheinthematik. Für dieses Gerät bedarf es nicht eines Staplerscheins in dem Umfang, wie man ihn braucht zum Gabelstaplerfahren eigentlich, sondern es bedarf eben nur einer Einweisung auf handgeführte Flurförderzeuge zum Hinterherlaufen. Das heißt, dieses ganze Thema Staplerschein mehrtägig mit Theorie und Praxis und diesem ganzen Zeug, das ist hier nicht notwendig, sondern extrem verknappt und extrem minimal auf eine Einweisung und ein paar andere Sachen reduziert. Ja, das ist aber auch schon der einzige Grund, den ich sehe, so ein Gerät zu bauen. Weil tatsächlich, wenn man es von der Baugröße her sieht, wir stellen mal ein Elektro-Dreirad daneben. So. Also, wenn man sich das Ding jetzt so anguckt, und wir gucken mal von der Seite, man sieht, dass ja, der Gabelrücken ungefähr auf der gleichen Höhe ist wie der andere Gabelrücken.
Und wenn man hier hinten guckt, sieht man, dass das Gerät von der Baugröße her, von der Länge her auch nicht viel länger ist als dieses Gerät. Also dieses Gerät nicht viel länger ist als dieses Gerät. Wer jetzt das Video verfolgt hat, beziehungsweise wer sich das Video angeguckt hat zum Thema Arbeitsgangbreite, weiß also, dass dieser Dreirad und dieses Dreiradgerät im Grunde genommen beide den gleichen Wendepunkt haben, beziehungsweise den Drehpunkt hier vorne. In jedem Falle zwischen der Vorderachse. Wenn man es also genau sehen möchte, müsste man die Vorderachsen beide in eine Flucht bringen und müsste dann gucken, wo steht das Hinterrad und was ist dann der engere Radius. So, wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, irgendjemand muss dieses Gerät noch steuern, haben wir hier quasi schon ein längeres Gerät als das. Das heißt, der einzige Grund, so ein Gerät tatsächlich zu nehmen, ist entweder man kriegt es günstig oder man will eben das Thema Führerschein umgehen. Ja, günstig ist immer so ein bisschen relativ, ne? Wenn ihr wollt, guckt euch das Ding an, www.gabelstapler-kaufen.de. Da könnt ihr euch mal angucken, was kostet so ein Teil oder was kosten die Geräte im Allgemeinen. Das Thema Führerschein ist aber das, was ausschlaggebender ist für alles andere. Hier, wenn man eben wechselnde Mitarbeiter hat, wenn man beispielsweise mit Mitarbeitern arbeitet, die aus der Zeitarbeit kommen. Gut, viele davon haben tatsächlich dann schon einen Staplerschein. Aber wenn man mit wechselnden Mitarbeitern arbeitet, dann bedarf es eben nicht so viele Mitarbeitern, die einen Staplerschein haben, gegenüber einem solchen Gerät. Wenn man einen richtigen Stapler hat, den darf halt nicht jeder fahren. Nur mit Einweisung, Beauftragung, Staplerschein und allem drum und dran. Ja, für das Gerät bedarf es auch einer Beauftragung, aber keine mehrtägigen Staplerscheine oder so. Ja, ansonsten, wie funktioniert das Gerät? Hier hinten, wie ein ganz normaler Hubwagen. Wenn man es sich anguckt, es sieht sogar 1:1 so aus. Davor ist die Batterie. Die ist naturgemäß ein bisschen größer als bei einem normalen Hubwagen. Einfach auch, weil man es kann. Weil man die Batterie auch gleichzeitig als eine Art Kontergewicht nutzt. Deswegen ist auch hier vor die Hydraulikpumpe, hier unter dieser Klappe oder unter diesem Deckel ist die Hydraulikpumpe drunter mit dem Hydrauliktank, der natürlich ein bisschen größer sein muss als bei so einem kleinen Hubwagen, weil wir eben hier ein ganzes Hubgerüst oder hier einen ganzen Zylinder zu befüllen haben mit Hydrauliköl und nicht nur eben so einen kleinen kurzen Zylinder, der so einen Wiederhubwagen um 200 mm anhebt. Ja, und wir brauchen eben, wir haben hier dazwischen eben noch Platz. Warum? Damit wir den Lastabstand von dem Gabelrücken haben, beziehungsweise damit wir den Abstand der schweren Komponenten, Batterie und Antrieb und so das Ganze, möglichst weit weg haben von der Vorderachse, die am Ende der Kipppunkt ist, wenn wir vorne Last auf den Gabeln haben. Ja, gut. Ab zum Bohren. Ja, also nochmal, für wen ist so ein Gerät geeignet? Im Grunde genommen für alle die das Problem haben, die das Thema Führerschein haben, die aber dennoch auf ein Gabelstapler gleiches Gerät nicht verzichten können. Der Vorteil bei so einem Gerät ist eben, dass man auch von der Seite beispielsweise einen LKW abladen kann. Ne? Wir haben ja ganz oft das Thema, wenn wir einen LKW abladen wollen, dass unten irgendwo sind Reifen, auf irgendetwas steht dieser LKW und dass man dann eben mit dem Gerät unten nicht reinfahren kann und kann dann die Palette eben runternehmen, dort wo die Reifen sind, davor und dahinter, klar, aber eben nicht
auf der Höhe von den Reifen. Oder wenn wir Regale zu bedienen haben, die zum Beispiel ungleiche Paletten haben. Also wenn nicht die Palette oben drüber genau gleich steht wie unten drunter. Weil mit so einem normalen Hochhubwagen muss man ja da unten reinfahren, wo man ja oben drüber die Palette in der gleichen Richtung entnehmen will. Das haben wir alles mit dem nicht, plus eben noch die Thematik Führerschein. Von daher, für die Leute bietet sich so ein Gerät an. Es ist ganz cool. Es ist halt was Besonderes, was man nicht jeden Tag sieht und was nicht jeder hat. Deswegen auch ja, die Bezeichnung EJ sind ja in der Regel bei Jungheinrich die handgeführten Geräte. Ja, 1,2 Tonnen. An sich ein cooles Gerät, was man mal gesehen haben kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Wir beantworten gern die Fragen dazu. Und ansonsten, ja, anschauen könnt ihr es euch, wie gesagt, auf gabelstapler-kaufen.de. Müsst ihr euch raussuchen, findet ihr im Bereich Lagertechnik. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt. Gebt ein Like. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Und danke, bis zum nächsten Mal.